Gut, sind Sie fertig? Ich will das nicht! Los! Das ist genau so gelaufen, wie ich wollte. Deine Gummibärchen, wie gewünscht, nur rote. Ich hoffe, sie waren sorgfältig. Wenn ich da ein Nicht-Rotes drin finde, gehe ich sofort zu Beth. Es sind nur rote. Ich hab's zweimal gecheckt. Was jetzt? Ich will, dass sie nach Frankreich fliegen und den Franzosen sagen, dass ein gut aussehender depressiver Raucher allein nicht für einen Film reicht. Hallo, Franzosen. Ein gut aussehender depressiver Raucher allein reicht nicht für einen Film. Und eure Sirenen klingen wie Schwule, wenn sie einen Dreier machen. In letzter Zeit ist mir aufgefallen, dass Peter und Carter viel Zeit miteinander verbringen. Schön, dass sie sich angefreundet haben. Tja, wer hätte das gedacht, was? Freue ich mich, wenn der zu Hause steht. Ich kann einfach nicht über The Big Bang Theory lachen und ich glaube, es liegt am Fernseher. Auf einem Schirm in der Größe werden die mich so zum Lachen bringen, dass mir der Rotz aus der Nase fliegt. Carter, wo tragt ihr unseren Fernseher hin? Ich habe ihn Peter geschenkt. Was? Wieso? Ja, wieso, Carter? Weil Peter der Beste und Tollste ist und bessere Lasergeräusche machen kann als ich. Pitu, pitu, pitu. Verdammt richtig, Lois. Und er sagt das nicht nur, weil ich ihm helfe, seine Affäre zu vertuschen. Was? Carter, ist das wahr? Ja, es ist wahr. Oh, oh mein Gott. Tja, auf die Plätze, fertig, furchtbar. Nein, ich verstehe, dass das blöd gelaufen ist. Du dämlicher Fettsack, wie konntest du ihr sagen, dass ich eine Affäre habe? Ich glaube, dass sie die Geschichte etwas überbewerten. Sie will sich scheiden lassen. Das ist ihr gutes Recht. Wie konntest du das Mom nur antun? Ihr wart ein perfektes Paar. Es war eine ideale Ehe. Naja, wer weiß, vielleicht ist die Trennung auch für etwas gut. Ich meine, offensichtlich hat es Probleme in ihrer Beziehung gegeben. Vielleicht brauchen sie jetzt einfach ein bisschen Zeit allein. Und der ganze Spaß, den man als Junggeselle haben kann, wie in abgefuckte, laute Bars zu gehen und nicht hören zu können, wie die mittelmäßige Braut neben ihnen Schwachsinn labert, das wird klasse. Ich weiß nicht, wie man sowas macht. Ganz einfach, ich werde ihnen dabei helfen, Frauen kennenzulernen. Mann, meine letzte Verabredung ist 50 Jahre her. Und wo hatten sie die Braut auf der Yacht her? Kennst du den Film, in dem Liam Neeson seine Tochter rettet? Ja. Die Kleine war eine von denen, die nicht gerettet wurden. Ich esse gern grundlos angesagte Cupcakes mitten am Tag. Ist nicht wahr, ich auch. Tag, ich bin Paula. Carter, freut mich. Warum setzen Sie und Ihr Freund sich nicht zu uns an den Tisch? Peter Griffin, freut mich. Wir kommen gern rüber. Hey Mädels, das sind meine neuen Freunde. Hallo die Damen, ich bin Carter und benötige eine große Menge an Kalzium. Carter, setzen Sie sich neben mich. Oh, das macht Spaß. Wir haben Spaß. Wollt ihr was trinken? Hey, Sklave. Sklave, einen Douglas Fairbanks und Soda und drei Greta Garbos für die Damen. Wie war das bitte? Was hast du für ein Problem, du Arsch? Wieso? Gehört da jemand anderem? Kommt, Mädels, vergessen wir das Rassistenschwein. Wurden wir flachgelegt? Sie Vollarsch, die haben uns angegraben und sie haben's versaut. Jetzt müssen wir in einen anderen Club und wieder von vorn anfangen. Peter, ich will in keinen anderen Club. Ich mag solche Frauen nicht. Ich will Babs. Babs? Sie haben einen Schuppen voll solcher Beute und Sie denken an Babs? Die sieht aus wie in den Schuh reingefurzt. Ich hatte einen Moment der Schwäche. Aber ich weiß, das war ein Fehler. Ich brauche sie. Ich liebe sie. Bitte hilf mir, sie wiederzubekommen. Ist wahrscheinlich die richtige Entscheidung. Die Bräute hätten eh nur genervt.